Die Hyper 212-Reihe von Cooler Master setzt sich schon länger im mittleren Preissegment durch. Ob der Hyper 212X diesen Ruf gerecht wird, das soll dieses Video klären. Mit dem eher moderaten Preis von aktuell 32 € befindet sich dieser auch in der mittleren Preisklasse, also genau die Klasse, die er abdecken möchte. Zuerst ein paar Worte zu der Verpackung. Diese ist sehr schlicht gehalten. Wir haben einmal den Kühler und ein paar wichtige Features an der Front abgebildet. An den Seiten haben wir noch ein paar nähere technische Spezifikationen gelistet. So ist der Kühler 158 mm, also 15,8 cm hoch. Damit auf jeden Fall passend für die meisten Gehäuse. Im Zweifel müsst ihr natürlich für euch gucken, wie viel Platz ihr habt. Kompatibel ist er zu allen aktuellen Intel- und AMD-Sockel, mit Ausnahme natürlich von Sockel AM1. Da hier auf eine völlig andere Befestigung gesetzt wird, wäre das aber auch merkwürdig. Viel mehr gibt es auf der Verpackung auch nicht zu sehen, also schauen wir uns als nächstes das Zubehör an. Dieses kommt in einer unauffälligen weißen Box mit dem Cooler Master Logo und dort ist auch alles schön verpackt. Wie wir sehen, gestaltet sich das Zubehör ziemlich übersichtlich. Alle Kleinteile haben wir hier in einer quasi aufklappbaren Blisterverpackung einmal verpackt. Das Ganze finde ich sehr schön und ist auf jeden Fall deutlich übersichtlicher als die übliche Tüte, wo alles drin rumklötert. Des Weiteren haben wir noch ein kleines Faltblatt mit diversen Garantieinformationen in allen Sprachen, die so gesprochen werden, zumindest die meisten. In der Praxis wird das eh keiner lesen, also widmen wir uns der Anleitung. Diese ist relativ ungewöhnlich gestaltet, sie klappt sich nämlich nur in die Seite aus. Wir können das Ganze jetzt einmal hier vorbeiscrollen lassen und wie wir sehen, ist alles bebildert. Wir haben hier keinerlei Beschreibung an sich, alles wird durch die Bilder dargestellt. Die eine Seite ist entsprechend für die Intel-Sockel und wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir nochmal die Montageanleitung für die AMD-Sockel. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß, ziemlich schön bebildert und sieht auch so einfach aus, dass ich nicht denke, dass man noch unbedingt eine Beschreibung gebraucht hätte. Insofern hier eine schöne Anleitung gegeben. Außerdem enthalten sind noch zwei Lüfterklammern mit entsprechenden Entkopplern für einen weiteren Lüfter sowie dieses Montagegestell, was wir später benötigen werden. Die Backplate ist nicht in dem Karton, sondern klebt auf der Rückseite des Plastiks, in der Kühler im Karton selbst kommt. Diese schön aus Metall gehalten, direkt mit einer Isolierung auf der Seite, wo sie am Mainboard anliegt. Entsprechend das Ganze auch sehr stabil. Aber genug des Zubehörs, werfen wir einen Blick auf den Kühler selbst. Dieser repräsentiert meiner Ansicht nach die klassische Tower-Kühler-Kühlform, genauso wie man sich einen Tower-Kühler vorstellt. Der Kühlkörper selbst ist eher schlank gehalten, dafür geht er mit 158 mm etwas in die Höhe. Wir haben vier nicht vernickelte Kupfer-Heatpipes, welche plan geschliffen als Direct-Touch-Methode entsprechend auf dem Heatspreader der CPU aufliegen. In diesem Fall wirklich besonders dicht nebeneinander, sodass nicht viel Wärmeleitpaste benötigt wird, um die Rillen zu füllen und eigentlich eine gute Wärmeableitung gegeben sein sollte. Wie das in der Praxis aussieht, klären wir natürlich auch noch. Die oberste Lamelle hat einen Cooler Master Schriftzug und wir haben hier am Rand diese kleinen Einschnitte, welche nochmal für einen besseren Luftdurchfluss sorgen sollen. Das Ganze, wie ich finde, recht ansehnlich, auch wenn er durch seine Preisklasse bedingt natürlich nicht zu den schönsten Kühlern gehört. Der Lüfter ist ein Standardmodell mit 25 mm Dicke, das heißt, wenn ihr einen anderen Lüfter einbauen möchtet, zum Beispiel einen mit Beleuchtung, könnt ihr das auf dem Rahmen problemlos tun. Eine Sache, die mir nicht so gut gefällt, ist das Anschlusskabel des Lüfters. Nicht nur, dass es farblich in so ziemlich allen Regenbogenfarben daherkommt, zudem ist noch dieser fette, gelbe, leuchtende Aufkleber von wegen nicht wegschmeißen und das übliche Warranty Void if removed Teil dran. Ja, ob das jetzt hätte wirklich sein müssen, ich finde gerade in ein Gehäuse mit Sichtfenster, wo man das Kabel vielleicht nicht 100% versteckt kriegt, sieht das nicht so schön aus. Ja, wir reden hier nicht von einem hochpreisigen Kühler, aber ich habe auch schon bei günstigeren gesleevte oder zumindest ganz schwarze Kabel gesehen. Nachdem wir vom Kühler selbst also ein paar Impressionen gewonnen haben, schauen wir uns die Montage an. Das mache ich jetzt beispielhaft am Sockel AM3 Plus. Dazu brauchen wir erst die Backplate, die Originale müssen wir entfernen, die mitkommt, diese legen wir entsprechend dahinter. Wenn die Löcher entsprechend übereinstimmen, können wir als nächstes diese kombinierten Schrauben- und Abstandshalter nehmen und die entsprechend dadurch stecken. Da sie eine Einkerbung an einer Seite haben, passt das problemlos. Da sie ohne eine weitere Befestigung natürlich nicht an der Backplate halten, müssen wir jetzt Muttern dagegen schrauben. Dazu, falls einer keinen Knarrenkasten oder so zu Hause hat oder keinen Schlüssel, ist dieser Adapter beigelegt. Den können wir einfach über die Mutter stülpen und dann mit einem normalen Kreuzschraubenzieher beigehen und das Ganze festziehen.
Nachdem das fest ist, nehmen wir dieses spinnenartige Befestigungsetwas und packen es auf den Kühler. Das kann man in verschiedenen Positionen einrasten lassen, sodass man es auch da rankriegt. Zur Montage muss dann der vorinstallierte Lüfter einmal kurz abgenommen werden, aber der ist ja nur draufgesteckt und dann entsprechend über Kreuz festziehen, dass der Kühler auf der CPU sitzt. Die Federn der Schrauben ermöglichen hierbei einen variablen Anpressdruck. Anschließend natürlich den Lüfter wieder installieren, einfach ranklipsen und mit dem Mainboard verbinden. Wie wir sehen, ist der Kühler kein Freund von RAM mit großen Heatspreadern drauf. Das Ganze kann man natürlich einfach umgehen, indem man das im zweiten Slot betreibt. Wenn man allerdings eine Vollbestückung plant, sollte man etwas kleineren RAM einplanen, denn sonst hat man meistens Probleme, dass das Ganze nicht passt. Hier jetzt Very Low Profile, aber normaler passt auch noch runter. Werfen wir einen Blick auf die Temperaturen unter Last. Dafür nutze ich einen Athlon X457K auf Standardtakt. Zum Testen verwende ich die Arctic Cooling MX2 Wärmeleitpaste, um vergleichbare Werte zu gewährleisten. Wie wir sehen, performt der Kühler seiner Preisklasse entsprechend und dafür gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier 40 Grad im Idle und etwa 66,5 Grad unter Last. Damit ist er ungefähr auf dem Level eines Brocken Echo, im Schnitt 0,5 Grad wärmer gemessen, aber das können auch Messungenauigkeiten irgendwann gewesen sein. Insofern für 32 Euro durchaus eine ansehnliche Kühlleistung, die uns hier geboten wird. Dabei ist er ziemlich leise. Auf niedrigsten Umdrehungen hatte ich ein minimales Lagergeräusch. Aus einem geschlossenen Gehäuse war das aber wirklich nicht herauszuhören. Insofern bietet der Hyper 212X auch noch ein bisschen Overclocking-Potenzial. Wir gehen hier natürlich nicht ins Extreme Overclocking hinein, aber für dieses, ich sag mal, Durchschnitts-24/7-Übertaktung, um ein bisschen mehr Leistung herauszukitzeln, auch vielleicht nach einiger Zeit aus älteren Prozessoren, ist der allemal geeignet, also mehr als nur ein bloßer Boxkühlerersatz. Insgesamt hat der Hyper 212X im Test eine solide Leistung abgeliefert. Der Kühler ist gut verarbeitet, einigermaßen leise, das Zubehör ist schön und umfangreich. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist das wirklich bunte Kabel. Das hätte meiner Ansicht nach nicht sein müssen. Die Montage ist einigermaßen okay. Es geht vielleicht auch ein bisschen einfacher, als die Muttern von hinten hinterzuschrauben, aber das Ganze, wie ich denke, durchaus auch für einen Anfänger machbar. Also ein solider Kühler zu einem guten Preis, welcher den Mr. Apfel Silber Award wirklich verdient hat. Das soll es mit dem Review auch gewesen sein. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über ein Like oder ein Abo natürlich sehr freuen. Vielen Dank auch an Cooler Master für die Bereitstellung des Kühlers für diesen Test. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder, ob es nun ein Review, ein Bauprojekt oder eine PC-Zusammenstellung ist. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss!